Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und, oh, das ist eine geile Frage. Und die ist ganz schnell beantwortet. So, Andreas aus dem sonnigen Südbaden. Schon die Überschrift lässt mich schaudern. Ohne Witz. Graskarpfen als Alternative zum Karaschi-Koi. Nein. Erbe ist interessant. Hallo Martin, hallo Tim. Graskarpfen soll laut Literatur bis zu 150 cm heranwachsen können und können dabei mit preiswerten Futtermitteln, Gras, Getreide, Schrot und so weiter gefüttert werden. Die albinotische Variante ist gelblich und somit auch gut im Teich zu sehen. Was haltet ihr davon, Graskarpfen als große gelbe Monster in den Teich zu setzen? Lassen die sich gut mit Koi vergesellschaften? Werden Graskarpfen ebenfalls so zahm wie Karaschi-Koi? Viele Grüße aus dem sonnigen Südbaden, Andreas. Der Gesetzgeber reguliert das schon, weil, Doppelpunkt? Ja, also die Graskarpfen sind ja keine heimischen Fische und sind deswegen eigentlich bei uns nicht mehr erwünscht. Ich weiß, dass sie zwischendrin noch im Handel zu sehen sind und ich weiß auch von einigen Leuten, die sich aus überall her beschaffen. Ich persönlich bin kein Fan von diesen Fischen, zum einen, weil sie den Koifang behindern und zum zweiten, weil sie nicht alle Medikamente so gut vertragen. Und sie sind scheu und schreckhaft wie die Wahnsinnigen. Und sie bleiben es ihr Leben lang. Und ich habe es, glaube ich, in den Anfangsjahren des Bloggens immer mal wieder erzählt, ich war jung, ich war Student, ich war im Garten eines von einem der größten deutschen Konzerne, vom obersten Großmogul, den die da hatten. Der mochte mich aber, glaube ich, nicht so wirklich. Und der hat dich auch nicht. Und der hat mich immer, Studentenkopf, was machst du da? Und ich war dann schon so nervös auf diesem Grundstück. Dann er kriegt neue Terrasse, dann ich, keine Ahnung, Malachitgrün auf der Terrasse ausgekippt. Das war Kalium, glaube ich. Oder Kalium war es. Dann das nächste Mal, der hatte so aus der Dachrinne, kam so eine hässliche Kette raus und unten in den Terrakotta-Topf und ich rede so mit ihm und spiele mit der Kette, dong, hat so ein Lochbinder. Und irgendwann sagt er, hier, ich habe da so diese Graskarpfen, hat mir mal einer reingesetzt, sollen die Algen fressen, ja? Das machen die aber nicht, ich will die Viecher da raus haben. Und dann kamen ein paar andere Jungs, haben die versucht rauszufangen, haben sie nicht gekriegt. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine geile Idee, die sind brutal schreckhaft. Und ich habe mal beobachtet, wenn man zum Beispiel FMC ins Wasser macht, dass diese große schwarze Wolke, da kriegen die so Panik, dass sie aus dem Wasser springen. Dann habe ich ihm das erzählt, sage ich, oh, Studentenkopf, das geht so nicht, das wird nicht funktionieren. Und Sie müsst euch vorstellen, der hat so sein Teich, und dann war so eine große Flachwasserzone, wo lauter so Schwertlinien und so, das war entweder Frühjahr oder Herbst, die waren schon abgesägt oder sind noch nicht wieder gewachsen, aber das Zeug war so groß. Und er steht da mit seinem Anzug so am Teich, so profitlich, guckt da so rein, ich das Zeug vorne reingekippt, kein Spaß. Das waren 30, 40 Viecher, weiß nicht. Die sind wie die Irren aus dem Teich rausgesprungen, zwar nicht alle, und die lagen dann alle hinten in dieser Flachwasserzone drin. Ich so, oh Gott, was habe ich angerichtet? Und er so am Schreien gewesen, Junge, du bist nicht ganz dicht. Ja, aber dann haben wir sie eingesammelt und weggebracht. Genau, und mir sind sie dann im Schaubecken bei einem Zoogeschäft wieder begegnet, wo ich auch irgendwelche Proben ziehen sollte bei den Koi. Und wo die den Kescher gesehen haben, sind die bis zur Kasse gesprungen aus dem Teich raus. Ja, ja. Waren die da im Teich? Das weiß ich gar nicht. Ja, ja, die noch im alten Geschäft unter der Treppe, der Teich. Und in dem gleichen Geschäft? Volles Chaos. War der Teich, da war die Kasse, hier war der Teich. Und hier sind die Leute so mit den Einkaufswagen angestanden. Ich musste für einen Kunden einen Goschki fangen. Der springt aus dem Becken, rutscht auf diesen Fliesen entlang und direkt unter den Einkaufswagen von einer Kundin. Ja, und die hat es aber gar nicht gesehen. Dann bin ich da hingerannt und habe Entschuldigung, können Sie mir einen Einkaufswagen zurückfahren? Mein Fisch liegt da drunter. Die hat mich angeguckt mit solchen Augen. Fährt zurück, das war schon 50, 60 Zentimeter Teil. Alles 25 Jahre her, alles verjährt. Wir waren alle mal am Anfang gestanden. Aber eins ist noch wichtig mit der Ernährung hier. Gras, Getreideschrot und so weiter. Also in einem Koi-Teich würde ich jetzt kein Gras oder Getreideschrot reintun. Schon aus dem Grund würde ich davon abraten. Und ich glaube auch mit Gras werden die erst im
400 Jahren 1,50 Meter groß sein, oder? Ja, aber viele kaufen dann halt so Salatköpfe und die zerflettern die dann halt. Toll. Also, ich bin der Ansicht, dass wir brauchen das nicht. Bessere Idee ist. So nämlich. Ciao. Tschüss.